Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby und dem vergessenen Land. Ja, gestern hatte ich ja das Problem mit dem Internet. Heute besteht es weiterhin. Und noch besser, ich wollte ja anrufen heute. Mir gedacht, jetzt geht das Netzwerk für das mobile Gerät, für das Smartphone nicht. Also das heißt, ich kann nicht anrufen. Ich habe es jedenfalls jetzt mit zwei unterschiedlichen Smartphones versucht. Manchmal habe ich das Problem mit dem einen, mit dem Doji S90, dass er ein bisschen spinnt. Aber ja, es geht weder das Internet mittlerweile noch sonst irgendwas. Also ich kann da auch nichts machen. Ist natürlich doof. Und wie gesagt, das Internet, es funktioniert immer noch nicht. Irgendwie versucht der Router immer zu verbinden, aber er kriegt irgendwie kein Signal von irgendwas. Also er weiß nicht. Keine IP. Oder so. Ja, und jetzt habe ich halt versucht anzurufen und dann steht immer irgendwie Nummer nicht vergeben oder es sagt, das eine Smartphone, was ja nicht stimmt. Die Nummer gibt's. Und der andere sagt, ja, Netzwerk nicht verfügbar. Einfach nur bescheuert. Aber was soll's? Ah ja. Muss noch auf die Uhr schauen. Was würdet ihr ohne Internet machen? Würdet ihr überhaupt zocken können? Ich meine, das ist auch ein bisschen doof, dass es manche Spiele gibt, die nur online gezockt werden können. Oder du musst online jedenfalls sein, um es überhaupt auch im Solo zu zocken. Ich meine, das ist auch sehr doof. So, ich habe gesehen, da geht es irgendwie noch weiter. Okay. Ah. Das ist echt der erste. Nice. Ich weiß nicht, was ich von diesem Level hier halten soll. Ich bin nicht so der Fan von Horrorspielen oder so Horror-Feeling. Natürlich, in manchen Leveln kann es sehr interessant sein. Und ich meine, ein bisschen, ja, okay. Also echt, leuchten. Okay. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Banjo-Tooie. Da gibt es ja auch so einen Abschnitt, wo man Licht braucht. Man kann es zwar übrigens auch ohne erreichen. So, kannst du mal weg. Ist jedenfalls schön. Also Banjo-Tooie oder Banjo-Kazooie, wenn ihr Jump'n'Run mögt, kann ich euch das Spiel empfehlen. Von dem her, mal schauen, was es gibt. Oh, nice. Okay, das müsste bald hochgehen, so wie ich das sehe. Hallo? So. Oh, nee. Können wir das nicht nochmal machen? Ah, okay. Nice. Die Musik ist einfach passend zur Umgebung, sag ich mal, aber es ist nicht so meins. Ach, der folgt mir, wenn ich Licht mache. Naja. Okay, da kommen wir auch noch hin.
Mögt ihr Horrorspiele? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Naja, ich hoffe, irgendwann kann ich die wieder hochladen, natürlich. Nein, er wird nie wieder Internet haben. Das wär übel. Ich weiß ja nicht, was los ist. Also, ich habe keine Ahnung. Oh! Okay. Oh, das erinnert mich an dem. Das von gestern. Das ist eine Level, wo ich nicht weitergekommen bin. So, sag einfach, dass du der Zweite bist. Sehr schön. Jetzt haben wir halt ein anderes Item. Als am Anfang mit dem Hammer. Aber was soll's? Aufgeladen. Na, ich habe mir schon gedacht, boah, wie schnell gehen die denn zurück? Okay, da ist noch irgendwas. Ein von diesen Snakes. Snake Island. Ich wusste schon, dass das nur ein Bild ist. Ich wollte halt wissen, was da passiert. Nice. Und es war ja sogar richtig, dass wir das gemacht haben. Also ist jedenfalls meine Meinung. Geister! Yay! Sind ein bisschen komisch. Jedenfalls rüber können wir. Okay. Irgendwas mit der Leiter ist hier falsch. Wie was wir die Bombe hier haben, weiß ich nicht. Übrigens, wenn man das Level nochmal wiederholt, das habt ihr ja gar nicht gesehen bei dem, wo ich die Insel nicht gefunden habe, den Zugang. Ihr könnt immer noch diese Dinger wiederholen und schaltet halt einfach neue frei. Also ihr könnt eigentlich tausendmal dasselbe Level gespielt haben, aber kriegt immer wieder was anderes. Ah. Egal, was für ein Snack. Oh, da unten sehe ich doch was. Ha. Was ist ein Blems? Kugelblitz, Blaupause. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber das war jetzt relativ offensichtlich. Ja gut, es geht auch mit Stachy. Aber ehrlich gesagt, nee. Das ist auch wieder ein Bild. Komm, Bild. Ich finde das eh lustig, wie viele Dosen man hier hat. Oh, ich mach selbst das Zeug kaputt. Aber irgendwas war auch auf der Seite, habe ich das Gefühl. Was ich übersehen habe.
Ja, vielleicht auch nicht. Mache ich das auch kaputt, wenn ich da durchfahre? Okay, nee, mache ich nicht. Oh! Ich spring runter. Falls ihr nicht gesehen habt, wieso? Naja, da war jedenfalls ein Gefangener. Genau, wir sehen es nochmal. Hier, Käfig. Okay, wir haben anscheinend einen verpasst. Naja, bei mir irgendwie normal, oder? Tut mir halt leid, dass ich nicht immer alles sehe. Aber manchmal ist es auch echt schwer gemacht. Also dieser Part, wenn ich jetzt eine richtige Short habe, ist ein bisschen mehr als 9 Minuten. Das ist ja gar nichts. Okay, wir haben einfach einen nicht gerettet, aber sonst, naja, mehr oder weniger alles. Diese Dinge interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht. Von diesem Set oder diese Sets. Ja, das ist doch wunderbar. Bald gibt's schon wieder den nächsten Boss. Okay, ich schau mal an, was da für Special-Aufgaben sind, aber ich kann nichts versprechen. Bombenschatz? Okay, ich glaube, das mit Bomben kriege ich noch mehr oder weniger hin. Okay. Schon sagen, irgendwie sollte doch das gehen. Nice. Coins mitnehmen. Ja, darüber werfen kann ich gut. Ja, ich kann auch gedrückt halten. Aua. Machen wir vielleicht das mit der Puste. Eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe mich jetzt einfach voll dämlich angestellt. Aber sonst war das echt gut. Ja gut, es geht noch schlechter. Natürlich, aber... Okay, und was war hier? Feuerschatz? Ja, das könnte auch noch hingehen. Kann mir aber vorstellen, dass man hier fighten muss. Und mit dem Feuer mache ich, glaube ich, nicht gerade viel Schaden. Förderband. Ich habe schon gedacht, ich ist da hinten irgendwo.
Ja, wunderbar. Naja, fallen wir mal einfach runter. Komm. Du musst nicht direkt wieder runter. Das ist nicht die Aufgabe. Also leicht ist es nicht. Es sieht sehr einfach aus, übrigens, meine lieben Leute, aber irgendwie, manchmal macht er das mit dem Feuer nicht und aus irgendwelchen Gründen springt er gerne mal runter. Beziehungsweise nach dem Spawn direkt wieder. Also keine Ahnung, was man davon halten soll. So, dann gehen wir zur Waddle-Daddle oder Waddle-Düdel-Daddle-Düdel-Düdel-Adl-Düdel-Düdel statt. Es kam mir einfach in den Sinn, wenn ich das immer gesagt habe. Ja, ich weiß, dass ich eine Blaupause habe. Das ist auch so ein Witz. Wieso wird das einem eigentlich zweimal erklärt? Oh, du hast eine Blaupause. Oh, du hast nochmal eine Blaupause. Ach, eigentlich ist das nur die eine Blaupause. Aber wir sagen es einfach dreimal. Und ja, das tun die. Beim ersten Mal, wo du sie gefunden hast, beim zweiten Mal, wenn man in die Stadt kommt und beim dritten Mal hier nochmal. Also ja. Natürlich entwickeln. So, dann hämmere ich dann wieder auf den Tisch herum, was auch immer. War das eigentlich ein Schild? So, jetzt bist du Link mit Power. Oder so. Was ist das für ein großes Schwert? Einfach nur übertrieben. Oh, sorry. Ich wollte deinen Kumpel erwischen, nicht dich. Naja. Es wird halt einige kurze Parts jetzt in Kirby und dem vergessenen Land geben. Aber liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter auch, wenn es mal regnet, wie ich immer so schön sage. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.